Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Ausgabe von Marvel Strike Force. Und wir haben die Vorschau für, 2022, vielleicht auch 2023, Teil 2. Zweimal im Jahr machen die das Ganze, ich glaube, das erwähnen die hier oben auch schon. Ich habe mir noch nicht durchgelesen, was passiert, Also ich weiß noch nicht, was sie hier erwähnen. Ich weiß aber, dass wir dann hier noch einen weiteren Blog-Eintrag haben. Der kam, glaube ich, irgendwann in der Woche. Das ist dann eigentlich der neueste Blog-Eintrag. Und da werden wir uns noch einen Character-Check gönnen zu einem neuen Black Panther und zu Nakia, die ebenfalls eine Rolle im Wakanda-Universum spielt. Natürlich, wir wissen alle, der neue Black Panther-Film steht an. Also, in den Marvel-Spielen wird es auch ein bisschen um Black Panther gehen. Ich gehe davon aus, dass auch bei Marvel Snap irgendwas passieren wird mit Black Panther. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber wir wollen zuallererst auf die Vorschau hier von Strike Force hinaus. Ich glaube, hier oben sagen die nichts, außer dass sie zweimal im Jahr, dass sich das Entwicklerteam die Zeit nimmt, um hier was zu sagen. Und zwar, beginnend mit die Apokalypse-Saga geht weiter. Es war ein aufregendes Jahr für das Team. Wir haben unsere Kreativität spielen lassen und neue Techniken für die Plagen-Events und die Sagas entwickelt. Ja, habt ihr allerdings. Sie sind sauschwer. Und ich schaffe sie nicht. So, das habt ihr hinbekommen auf jeden Fall. Das Team hat nun gut die Hälfte dieser epischen Aufgaben geschafft. Naja, eigentlich habt ihr mehr als die Hälfte schon geschafft, oder? Es fehlt ja nur noch ein Reiter und Apocalypse selbst. Aber sie sagen ja auch so gut die Hälfte der epischen Aufgaben geschafft und ist im Moment voll damit beschäftigt, die weiteren Teile der Apokalypse-Saga zu gestalten. Im Jahr 2023 wird die Entwicklung auf die Spitze getrieben. Wenn wir die letzte Saga enthüllen und eure Reise zu Apocalypse ihren Höhepunkt erreicht. Heute werden wir ein paar weitere Teile hinzufügen, und das, um das Puzzle zu lösen. Also das vierte Reiter-Event. Das sollte eigentlich auch dieses Jahr noch kommen. Ich denke mal, das wird auch dieses Jahr noch kommen. Und wir wissen ja immer noch nicht, wer der Tod ist. Reiter Tod fehlt uns noch. Krieg war jetzt Red Hulk. Wir können mit Freude verkünden, dass der vierte und letzte Reiter der Saga niemand anderes ist als der mächtige Mutant Archangel. Achso, ist das hier Archangel? Ich habe den nicht erkannt. Ich weiß auch gar nicht, wer Archangel ist. Aber ich glaube, das ist Archangel, oder? Das ist ja nicht Apocalypse. Ich bin gerade davon ausgegangen, dass das Apocalypse ist, aber natürlich ist es nicht Apocalypse. Den kennt man, der sieht nämlich anders aus. Das ist Archangel. Keine Ahnung, hab ihn noch nie gesehen, aber, ein Erzengel halt, ne? Da passt es eigentlich mit dem Tod auch ganz gut, obwohl er für mich persönlich gar nicht mal so krass nach Tod aussieht, aber ey, der Eindruck muss ja nicht stimmen. Auf jeden Fall ist Archangel, der Reiter, tot. Weitere Details werden in naher Zukunft veröffentlicht, aber ihr könnt schon mal diese enorme Flügelspannweite bewundern. Ja, Archangel, das in seiner vollen Pracht. Ich finde nicht, dass der gut aussieht. Also ich finde nicht, dass der cool ist, aber ich bin der Überzeugung, dass der extrem stark sein wird. Und deswegen werde ich ihn mir natürlich gerne irgendwie versuchen zu ergattern, damit ich auch alle Reiter habe. Aber ich würde sagen, von allen Reitern, die wir hatten, und das waren Morgan Le Fay, Rogue, Red Hulk und Archangel, ist Archangel für mich persönlich der uninteressanteste, weil ich ihn halt auch schlichtweg nicht kenne. Morgan Le Fay kannte ich übrigens auch nicht, finde ich aber ziemlich nice als Charakter, sieht cool aus. Ihn hier weiß nicht. Werde ich nicht warm mit auf den ersten Blick. Kann natürlich täuschen, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht, vielleicht sieht er auch gar nicht so schlimm aus in-game. Aber so finde ich den ja, also, nee. Aber egal, der wird trotzdem mit Sicherheit mega krass sein. Da müssen wir uns nichts vormachen. Plagen-Event Tod. Das Plagen-Event Tod wird zusammen mit der Version 6.6 veröffentlicht, wodurch eine eventuelle Störung durch Superschurken ausgeschlossen wird. Okay.
Es wird ausgeschlossen, nicht ausgeschlossen müsste es eigentlich heißen, oder? Weil es wird hundertprozentig irgendeine Störung geben. Darin wird es neue Plagen mit frischen Herausforderungen geben, die eure Kenntnisse der Spielmechanik auf die Probe stellen werden. Ja, wer hätte das gedacht? So, aber jetzt wird's interessant. Was brauchen wir denn? Ähnlich wie bei anderen Plagen-Events gibt es neue Merkmalvoraussetzungen für Schwierigkeitsgrad 5+. Knoten 5 und 10, wie bereits angekündigt, ist Bionischer Avenger. Okay, das war auch schon angekündigt. Das erste Merkmal, und heute dürfen wir das zweite und letzte Merkmal ankündigen. Und zwar natürlich die Wakandaner, die bei mir nicht gelevelt sind. Wunderbar. Naja. Vielleicht kommen ja noch die neuen Wakandaner dazu, bevor das Plagen-Event startet. Dann könnte man da reinbuttern. Also Shuri ist natürlich gelevelt, aber bei den anderen sieht es jetzt nicht so mega gut aus. Die sind jetzt nicht komplett ungelevelt, aber die sind noch nicht auf Top-Niveau. Aktuell gibt es 5 spielbare Wakandaner, die jedoch bald Verstärkung erhalten werden. Da habe ich euch schon ein bisschen gespoilert. Da kommt nämlich noch was. Neue Charaktere. Ja. Gehen wir gleich ein bisschen näher drauf ein, deswegen überspringen wir das jetzt hier so. Einmal natürlich den Black Panther, 1 Million, also 1 Million vor Christus oder so. Das ist einfach nur ein anderer Versionsname. Wir wissen alle, der Schauspieler ist verstorben, der Originalschauspieler von Black Panther. Und der wird jetzt von einem neuen gespielt. Und wahrscheinlich hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass wir dann quasi einen neuen Black Panther bekommen. Kann natürlich auch Quatsch sein, aber ich leite das jetzt einfach mal so ab. Und Nakia, weiß ich auch noch nicht, habe auch Black Panther 2 natürlich noch nicht gesehen. Er läuft, glaube ich, auch noch gar nicht. Auch wenn das Video rauskommt, läuft es, glaube ich, auch noch nicht. Ich werde den sowieso irgendwann erst auf Disney Plus gucken. Ist jetzt kein Film, den ich unbedingt im Kino sehen möchte. Kosmischer Schmelztiegel. Diese Funktion wurde ursprünglich mit der Version 6.1 mit der Absicht veröffentlicht, weitere Überarbeitungen und Verbesserungen folgen zu lassen. In Version 6.3 wurde die Liga eingeführt und wir freuen uns über die steigende Zahl von Teilnehmern. Echt, ich preise ja immer an, dass man alles irgendwie so ein bisschen mitnehmen soll, aber kosmischer Schmelztiegel, ey, ganz ehrlich, aktuell macht Marvel Strike Force ist mehr Stress als Spaß und es geht mir so auf den Sack. Deswegen habe ich auch angefangen, verschiedene Sachen nicht mehr zu spielen. So, kosmischer Schmelztiegel zum Beispiel, kann ich mich nicht aufraffen, das anzuschmeißen. So ganz ab und zu mache ich mal, wenn ich sehe, der Gegner ist hat da keine krassen Teams oder so drin, dann lasse ich das mal kurz auf Auto durchlaufen. Aber selbst dafür fehlt mir die Motivation. Obwohl die Belohnungen fett sind, daran liegt es auch nicht, aber Marvel Strike Force ist im Moment echt ein bisschen stressig geworden. Und ich bin bei weiß Gott nicht der Einzige, der das sagt. Da gibt es schon sehr, sehr viele Leute, die sagen, ey, Marvel Strike Force es ist anstrengend aktuell. Es ist echt anstrengend. Aber deswegen, ein paar Sachen spiele ich nur das Nötigste oder eben gar nicht. Was natürlich auch dazu führt, dass ich nicht alle Belohnungen bekomme und auch nicht alle Materialien oder vielleicht die Charaktere nicht so hoch freischalte, wie ich es normalerweise mache, wenn ich mehr durchziehe. Aber, come on. Naja, aber es gibt auf jeden Fall eine steigende Zahl an Teilnehmern und das generell wachsende Interesse an diesem Spielmodus. Durch diesen schnellen Erfolg und das ermutigende Feedback der Spieler sind wir entschlossen, im kosmischen Schmelztiegel den ersten 1-gegen-1 Modus im Spiel einzuführen. Aktuell diskutieren wir mehrere Verbesserungen für das Jahr 2023 und wir möchten euch heute ein paar Vorschläge präsentieren. Eine Verlaufsübersicht, ein Übungsmodus, Levelregeln im Kampf, also damit niemand einen Vorteil hat, dass, keine Ahnung, man sagt, alle Charaktere, die ihr nutzt und die ihr benutzt, haben dasselbe Level. Und dieselbe Ausrüstungsklasse und sowas. Naja, weiß ich nicht. Mehr Auszahlung für Silberbeförderungsgeld pro Knockout pro Liga. Ja. Alles in allem, mich persönlich juckt das hier überhaupt nicht, aber natürlich ist es gut, wenn das verbessert wird. Und wenn Sachen hinzukommen. 1-gegen-1 hört sich auch cool an. Lockt mich aber nicht. Lockt mich ehrlich gesagt noch nicht. Muss man mal
abwarten, wie das wird. Aber an sich ist halt wirklich der erste 1 gegen 1 Modus. Es gibt zwar schon Übungskämpfe, wo man 1 gegen 1 antreten kann, aber es sind halt Übungskämpfe. Im Grunde interessiert es keinen Sau. Kein Sau interessiert das. Kein Sau. Lasst uns wissen, was ihr von diesen Ideen haltet und bitte macht weitere Vorschläge. Nee, mache ich nicht. Kostüme. Es gibt natürlich auch wieder neue Kostüme. Kostüme sind sind einer der besten Wege, mit dem größeren Marvel-Universum in Kontakt zu bleiben. Ist es so? Wirklich? Naja, um sie abzudaten vielleicht, die Figuren, aber ansonsten. Wir sehen uns eure Lieblingscomics, Streams und Filme an, um eure Charaktere mit echten Klassikern, einzigartigen Designs und ein paar direkt vom Bildschirm gepflückten Momenten zu verfeinern. Hier sind ein paar Kostüme, die in Kürze veröffentlicht werden. Irgendwas für Iron Man. Also, fragt mich jetzt nicht, was für ein Kostüm das ist. Aus welchem Comic oder so das kommt. Steht das hier vielleicht? Nee. Steht jetzt hier nicht. Und der hier sieht aus wie Namor, oder? Es könnte Namor sein. Ein anderer würde mir aktuell nicht einfallen, der dazu passen würde. Obwohl diese Engelsdinger, könnte auch Asgard sein? Naja. Aber für mich sieht er aus wie Namor. Dann haben wir Verbesserung der Spielmodi. Wir streben immer danach, die bestehenden Spielmodi und Funktionen zu verbessern. Hier ist, was demnächst auf euch zukommt. Achso, ja okay, gucken wir mal. Macht euch bereit für den Schwierigkeitsgrad schwer in Kampagnenmissionen, der wie jede neue Herausforderung neue Belohnungen mit sich bringt. Mit dem nächsten Release Version 6.5... Moment. Ist nicht 6.6 dran? Haben die nicht irgendwie... Ne, das ist 6.1, 6.3. Okay, wo haben die was geschrieben von 6.6? Ich habe irgendwo 6.6 gelesen. Habe ich das hier gelesen? Habe ich mir das nur eingebildet? Ne, hier. Plagen-Event Tod kommt zusammen mit Version 6.6. Und hier sagen sie, Schwierigkeitsgrad schwer kommt mit 6.5. Entweder ist es ein Tippfehler... Oder wir sind in 6.4. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Version wir sind. Es kann auch sein, dass wir in 6.4 sind und 6.6 ein größeres Update ist und 6.5 ein nicht ganz so riesiges Update. Oder es ist halt wirklich einfach ein Tippfehler. Der Schwierigkeitsschwer für die ersten beiden Kapitel der Helden- und Schurkenkampagne eingeführt. Der Schwierigkeitsgrad schwer gewährt euch andere Belohnungen als der Schwierigkeitsgrad normal. Ach was! Und er ist eine großartige Gelegenheit, sich mit türkiser Herkunft Ausrüstung zu versorgen. Das ist doch ganz schön. Und Kapitel 1 und 2 können ja eigentlich noch nicht so heftig sein, oder? Von Schurken und von den Helden. Aber ey, wer weiß, es ist ja schwer. Bestimmte Knoten bieten Belohnungen in Form von Charaktersplittern für ältere Charaktere, darunter auch Phyla Vell. Aber am meisten wird euch wahrscheinlich freuen, dass zwei sehr begehrte neue Charaktere durch Knoten zugänglich werden. Wong und Sassy. Hallo? Hallo? Sassy kommt in einen Knoten und Wong... Okay, der ist jetzt gerade auch in dem Dings hier Mojos Gedöns zu haben, in der Echtzeit-Arena. Was auch ganz cool ist, dass er da drin ist, aber den werde ich ja längst nicht fertig haben. Selbst wenn ich dafür Geld bezahlen würde, würde ich ihn ja nicht voll bekommen. Aber Cersei, Leute. Das ist ziemlich krass, dass die in einem Knoten auftaucht. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht erwartet. Wong konnte man erahnen, dass der bald entweder in irgendeinem Orb drin sein wird oder in irgendeinem Shop oder eben in einem Knoten. Weil der auch nicht mehr so teuer ist in den Angeboten. Ne, daran kann man das ein bisschen festmachen. Cersei ist auch schon ein bisschen günstiger, Ikaris auch, aber eigentlich noch nicht auf dem Level, dass man die farmen kann. Aber ey, von mir aus gerne. Gerne farme ich die. Weitere Kapitel werden den Schwierigkeitsgrad schwer erhalten. Sie werden schrittweise 2022 und 2023 eingeführt. Bitte beachtet, dass Spielerstufe 75 die Mindestvoraussetzung für den Schwierigkeitsgrad schwer sein wird. Die Charaktervoraussetzungen für die Knoten sind die gleichen wie für den Schwierigkeitsgrad normal, also da wird sich nichts ändern, aber wenn sie schon sagen Stufe 75, dann wird das auch in Kapitel 1 und 2 schon sehr schwer werden.
oder zumindest eine Herausforderung. Updates des Wirtschaftssystems, ja, das habt ihr ja krass vor die Wand gefahren, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber das haben sie schon, das ist schon ordentlich, das Wirtschaftssystem von Strikeforce. Es gibt so viele ätzende Währungen. Die Verfügbarkeit von Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung und des Fortschritts im Spiel. Hier sind ein paar Updates, die wir vornehmen wollen. Verdiene zuvor nicht verfügbare und schwer zu bekommende Charaktersplitter in den Kampagnen mit Schwierigkeitsgrad schwer. Das machen sie ja schon dann mit Wong und Cersei. Erhalte in Kampagnen mit Schwierigkeitsgrad schwer mehr türkise Ausrüstung. Öffne türkise Ausrüstungsorb im Kriegsshop für Elite-Kriegsgeld. Okay, sind die nicht drin? Nee, ne, da gibt's nur goldene bis jetzt. Der Raubzug-Shop wurde auf 12 Plätze für einzigartige orangene Ausrüstungsteile und 12 Plätze für einzigartige lilane Ausrüstungsteile aktualisiert. Dann gibt es noch Komfortverbesserungen. Manchmal können die kleinen Dinge den entscheidenden Unterschied machen. Wir bekommen jede Menge Anfragen für kleine Änderungen in allen Bereichen, die das Spiel allgemein verbessern würden. Hier ist eine Liste der Komfortverbesserungen, von denen viele eher früher als später umgesetzt werden. Also hier, die werden wahrscheinlich relativ fix jetzt ins Spiel kommen. Merkt sich die Änderung des Kampftempos für alle Spielmodi. Wenn ihr also beispielsweise auf dreimal in der Arena kämpft, auf dreifacher Geschwindigkeit in der Arena kämpft, wird diese Einstellung auch in Blitz aktiv. Das ist wirklich eine minimale Einstellung, aber so angenehm. So angenehm. Und das ist wirklich ein Witz. Das umzustellen ist ein Witz, das ist Witz einfach. Und deswegen begrüße ich das sehr, weil ich immer auf dreifach spiele. Also es sollte eigentlich dreifach Standard sein. Gespeicherte Trupps für den Kriegstrainingsmodus. Es gibt einen Kriegstrainingsmodus, das wusste ich nicht mal. Aber ist ja okay. Schließt in Herausforderungen mit einer Schaltfläche alle verfügbaren automatischen Siege in dieser Herausforderung ab. Oh mein Gott, das ist ja so angenehm, dass man dann nicht immer alle Dinge dreimal anklicken muss. Ehrlich, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber es ist so angenehm. Neue Option, Rückzug in Raubzügen. Rückzug beendet Raubzugkämpfe ohne Kampffortschritt. Keine Energie geht verloren. Die Option Kampf verlieren enthält dagegen euren Fortschritt und die Energie wird verbraucht. Außerdem wird es Emojis im Chat geben. Ja, das ist ja unfassbar. Also das sind ja wirklich gute Verbesserungen. Also jetzt Emojis im Chat ist jetzt nicht so krass, aber es ist schon eine gute Verbesserung, dass man da mal Emojis schicken kann. Und auch das mit dem Rückzug und mit dem Kampf verlieren ist nicht schlecht. Das mit den Herausforderungen finde ich gut. Also alles, was hier beschrieben wird, finde ich gut. So, MarvelStrikeForce.com und MSFGG. Zu unseren spannenden Ankündigungen Ende 2021 gehörte die Übernahme von MSFGG und die Anstellung der beiden Schöpfer der Seite in unserem Team. Seither wurden viele Änderungen an der Seite vorgenommen, darunter die Möglichkeit, euer Ressourceninventar zu inspizieren. Schaut doch mal rein. Wenn ihr das noch nicht getan habt. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht getan, ist mir nicht aufgefallen. Ich gucke da zwar auch hin und wieder mal rein, um einfach zu gucken, so, keine Ahnung, welches ISO ist jetzt das Beste für Charakter XY oder so, oder was haben die meisten gewählt bei dem und dem Charakter. Da gucke ich mal, oder welche Fähigkeit lohnt sich auf Stufe 7 hochzupowern. Da gucke ich ab und zu mal rein. Für sonstige Sachen benutze ich das eigentlich nicht. Aber ich finde es sehr, sehr nice. Ich glaube, sie haben es schon übernommen. Und die zwei Gründer werden auch eingestellt. Und das finde ich wirklich gut. Das ist wirklich gut. Und ist einfach eine tolle Geste. Abgesehen davon, dass sie natürlich ordentlich Kohle hoffentlich bekommen für die Seite. Eine der wichtigsten Verbesserungen wird die endlich vollzogene Zusammenfassung der Inhalte von MSFGG und MarvelStrikeForce.com. Das bedeutet, dass du alle Vorteile von beiden Seiten auf einer einzigen Website erhalten kannst. Das ist auch sehr schön, ja, also die Website hier. Sie haben sie ja sowieso schon krasser aufgebaut. Hier ist auch dieses MSFGG schon, sehe ich gerade, ist mir gar nicht aufgefallen, ist hier schon ein bisschen integriert. Können wir mal kurz reingucken, oder?
Ah ja, genau, man springt dann quasi... Naja, man springt eigentlich nur auf die Seite. Das ist jetzt nicht mega krass eingebunden, aber es ist... Auf jeden Fall kannst du da hin und her wechseln jetzt. Aber sie haben ja auch schon den Shop und die Meilensteine hier online verbessert und verändert. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, immer mal reinzugucken. Jeden Tag die Energie mitzunehmen, die du hier umsonst bekommst und alles. Jeden Tag ein Premium-Orb umsonst. Auch die Meilensteine kriegst du richtig schönes Zeug. Finde ich ganz geil, dass sie das mit eingebunden haben. Aber ich habe auch schon einige Male vergessen, das abzuholen. Weil es eben nicht so easy in der App geht. Aber insgesamt ist das alles schon sehr, sehr nice. Hier sind ein paar Verbesserungen, auf die ihr euch in nicht allzu ferner Zukunft freuen könnt. Also auch das wird sehr schnell passieren. Charaktersynchronisation: importiert eure Charakterdaten aus dem Spiel und teilt sie mit anderen Spielern. Genau dasselbe mit der Allianz. Und Hilfsmittel zur Allianzrekrutierung: macht es leichter für Spieler, Allianzen mit ähnlicher Ausrichtung zu finden. Und für Anführer und Offiziere, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Ist eigentlich auch sehr nice, wenn da mal was kommt. Und die Zusammenfassung ist mir relativ egal. Es sind auf jeden Fall ein paar Ankündigungen dabei. Es ist aber jetzt keine riesen Ankündigung dabei, ne? Beim letzten Mal, wo sie das angekündigt haben, da kam hier diese Apocalypse-Saga und sowas, dass wir die ganzen Reiter bekommen. Das war eine richtig fette Ankündigung. Jetzt die zweite ist okay. Ja, ist okay. Das sind jetzt so die Ausläufer, die sich wahrscheinlich auch bis ins nächste Jahr noch so ein bisschen reinziehen. Aber es ist an sich nicht so eine mega krasse Sache. Aber es sind halt viele kleinere Dinge. Gut, das Größte für mich persönlich ist wahrscheinlich der Schmelztiegel. Da wird am meisten gemacht und dran rumgeschraubt. Interessiert mich persönlich aber auch am wenigsten. Und natürlich Kampagne, Schwierigkeitsgrad schwer, der uns auch neue Splitter bringt, die wir dann bekommen können. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Und ansonsten sind es halt ein paar Anpassungen. Finde ich ganz gut. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Blog-Eintrag findet. Ich persönlich finde das okay. Aber jetzt auch nichts Bahnbrechendes. Aber es ist okay. Das kann man schon so machen. Es passiert auf jeden Fall genug bei Marvel Strike Force. Da kann man sich nur wirklich nicht beschweren. Und ich würde sagen, wir gehen in den zweiten Blog-Eintrag. Ich lese mir das jetzt hier nicht alles durch. Ich möchte eigentlich nur die beiden Wakandaner mir ansehen. Sie machen es also ähnlich wie mit den Asgardianern, wo dann ja auch zwei neue kamen mit der mächtigen Thor und Valkyrie. Und jetzt kommen halt ein neuer Black Panther und die gute Nakia. Schauen wir mal. Die Merkmale vom neuen Black Panther sind Held, global, mystisch, Nahkampf, wer hätte es gedacht, Wakandaner und Hunde des Krieges. Warum denn Hunde des Krieges? Wakandana macht ja Sinn, aber Hunde des Krieges, wird das vielleicht noch ein eigenständiges Team oder ist es einfach so ein begrenztes Merkmal? Gute Frage, ne? Weiß keiner. Standardfähigkeit. Prähistorische Klaue. Greift das Primärziel an, fügt ihm 300% Durchdringungsschaden zu und wendet einmal minus Defensive bis zu einem Maximum von 5 an. Wiederholt diesen Angriff, wenn bei diesem Charakter plus Defensive aktiv ist. Also das wird schon so plus minus Defensive und wahrscheinlich auch Offensive gehen mit den beiden Charakteren. Aber an sich ist das sehr, sehr ordentlich. Also 300% Durchdringungsschaden. Also normaler Schaden wäre auch schon stark, aber Durchdringungsschaden ist halt nochmal ein Tick besser. Und er wiederholt den Angriff vielleicht auch nochmal. Das heißt, ihr könnt, wenn es gut läuft und der Gegner hat vielleicht sogar schon minus Defensive, dann macht ihr noch mehr Schaden. Macht ihr 600% Schaden mit der Standardattacke. Natürlich nur auf einen Gegner, aber 600% Durchdringungsschaden ist schon sehr böse. Spezialfähigkeit, Rasen und Reißen. Kostet nur 3 Energie, was relativ wenig ist, greift das Primärziel an, fügt ihm 350% Durchdringungsschaden zu und wendet zweimal plus zweimal minus Defensive an. Wäre auch blöd, wenn wir plus Defensive auf den Gegner anwenden. Bis zu einem Maximum von 5. Führt Rückschlag-Kettenangriff auf 5 Ziele aus. Das ist auch sehr viel. Fügt ihnen auch 350% Durchdringungsschaden zu und wendet zweimal minus Defensive an. Bis zu einem Maximum von 5. Das ist ja übertrieben krass.
Konter unterbricht den Kettenangriff, okay. Wenn ein Hunde des Kriegers Verbündeter Unsichtbarkeit hat, kann dieser Angriff auf Ziele mit Unsichtbarkeit überspringen. Dann kann nicht gekontert werden und erhält plus 500 zusätzlichen Fokus. Das ist schon krass. Ich weiß ja nicht, wer alles dieses Hunde des Krieges Ding bekommen. Ich weiß nicht, ob das alle Vakantaner bekommen oder ob das jetzt nur Nakia zum Beispiel hat, weil ich glaube, sie wird es auch haben. Aber ey, an sich für 3 Energie, für 3 Energie auf 5 Ziele 350% Durchdringungsschaden. Heftig. Auf jeden Fall heftig. Seine ultimative Fähigkeit, Busts Urteil, kostet auch nur 4 Energie. Also das sind sehr, sehr geringe Energiekosten. Ich weiß nicht, ob das Fehler sind. Wir hatten das ja schon mal mit Rogue, die ja auch dann, wo das auch korrigiert wurde, weil sie sonst komplett overpowered wäre. Aber das ist ja jetzt auch schon so krass. Kopiert und entfernt 5 positive Effekte mit Ausnahme von Spott vom Primärziel. Hervorragend. Nicht nur, dass er sie entfernt, sondern auch, dass er sie gleich mal auf sich selbst kopiert. Erhöht den Fokus für diese Aktion zusätzlich um 500%, greift das Primärziel an und fügt ihm 500% Durchdringungsschaden zu, ist auch wieder mächtig. Erhält plus 100% Schaden pro minus Defensive auf dem Primärziel. Also ihr habt ja hier immer dieses plus 2, also wenn das auch noch jedes Mal 100 dazu gibt, dann könnt ihr ja bis zu 5 könnt ihr da drauf packen. Das heißt, ihr könntet rein rechnerisch, das wird jetzt nicht wirklich oft passieren, aber rein rechnerisch könntet ihr 1000% Durchdringungsschaden machen, was halt einfach nur crazy ist. Und ja, wir sehen in der Kriegsoffensive, also es wird ein Kriegsoffensiv-Team aus den Vakandanern gemacht. Wendet auf sich selbst und alle Hunde des Krieges Verbündeten plus 2-mal Aufladung bis zu einem Maximum von 10 an. Wendet für jeden Gegner mit Aufladung oder einmalige Wiederbelebung auf sich selbst und alle Hunde des Krieges Verbündete plus 1 Aufladung bis zu einem Maximum von 10 an. Erhält Unsichtbarkeit, Parieren und Ausweichen. Überträgt alle positiven Effekte mit Ausnahme von Schutz, Unsichtbarkeit und Spott von sich selbst auf alle verbündeten Hunde des Krieges und dieser Angriff kann nicht geblockt werden. Das ist schon sehr, sehr krass. Und im Moment bekommen wir auch extrem viele Kriegsoffensivteams. Denn wir hatten eine Phase in Marvel Strike Force, wo wir wirklich ein Defensivteam nach dem anderen bekommen haben. Und dann haben sie sich auch so ein bisschen in eine Ecke manövriert, dass die ganzen Kriege immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Es ist ja auch jetzt nicht besonders kreativ oder so, aber es ist schon ein bisschen ausgeglichener geworden. Und da haben sie sich ja selber reinmanövriert mit den ganzen Defensivteams. Und jetzt kommen die ganze Zeit Kriegsoffensivteams. Mal ist vielleicht ein Raubzugteam oder so dabei, aber meistens kommen jetzt Kriegsoffensivteams oder Kriegsoffensivcharaktere, um das Ganze wieder aufzuweichen, was sie vorher wo sie sich ein bisschen festgefahren haben. Deswegen also auch immer diese Kriegsoffensivteams in letzter Zeit. Aber ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung, damit sie das wieder, ne, das macht den Krieg auch ein bisschen abwechslungsreicher. Dann haben wir noch seine passive Fähigkeit natürlich, der erste Panther. Es geht hier also auch wirklich um den allerersten Black Panther. Erhält plus 1 plus Offensive. Also dieses plus 1 plus ist halt... ist das eigentlich auch eine neue Mechanik? Sonst hat man ja einfach immer die Runde verlängert, oder? Vielleicht haben sie es auch einfach jetzt so doof dahingeschrieben. Es liest sich auf jeden Fall sehr bescheuert. Wenn plus Defensive aktiv ist, bekommt er auch plus Offensive, füllt die Tempoleiste dieses Charakters und alle verbündeten Hunde des Krieges um 10%. Wenn ein nicht beschworener Feind weniger als 50% der maximalen Lebenspunkte hat oder getötet wird und dieser Charakter Aufladung hat, eine Aufladung geht danach verloren, also füllt die Tempoleiste um 10%, das ist schon auch ganz gut, weil ihr müsst ja den Charakter gar nicht killen dafür, sondern unter 50% reicht ja schon. Und stellt euch mal vor, ihr heilt dann wieder ein oder der Gegner heilt wieder ein und den haut ihr dann direkt wieder unter 50, dann werdet ihr, also die Vakandaner sind dann ein sehr, sehr schnelles Team. Erhält in der gegnerischen Runde plus 1 Aufladung bis zu einem Maximum von 10.
Wenn dieser Charakter minus Defensive hat, erhöht die Rüstung um 30% und auch für die Hunde des Krieges. Verbündete Hunde des Krieges erhalten bei der Kriegsoffensive 30% Rüstung. Erhöht den Widerstand um 50% und die verbündeten Hunde des Krieges erhalten 50% Widerstand, aber auch wieder nur in der Kriegsoffensive. Ansonsten erhält nur der gute Black Panther das. Also alles in allem ist das ein ziemlicher Damage-Dealer, der neue Black Panther. Deswegen auch die Kriegsoffensive. Und auch gleichzeitig, also er macht schon extrem viel Schaden, hohen Schaden. Aber er ist gleichzeitig auch ein ordentlicher Support. Also ein schöner Mix für den neuen Black Panther hier ist ein durchaus sehr starker Charakter. Also ganz ehrlich, der gefällt mir wirklich gut. Und dann haben wir Nakia. Hält global Geschick, Kontrolle, Wakandana, Hund des Krieges oder Hunde des Krieges. War ja auch abzusehen. Standardfähigkeit. Ringklingenangriff. Greift das Primärziel an, fügt ihm 250% Schaden zu und entfernt 2 positive Effekte. Springt auf 3 benachbarte Ziele über, ebenfalls 250% Schaden und entfernt 2 positive Effekte. Ausweichen unterbricht diesen Kettenangriff. Erhält bei einem kritischen Treffer plus einmal Unsichtbarkeit bis zu einem Maximum von 5. Ist auch ordentlich. Macht natürlich ein bisschen weniger Schaden und keinen Durchdringungsschaden. Aber dafür schon mit dem Standardangriff ein Area of Effect Angriff, weil es auf 3 benachbarte Ziele überspringt, ist das nicht wirklich viel schlechter als der Standardangriff von Black Panther. Noch dazu werden positive Effekte gelöscht beim Gegner, was auch ganz geil ist. Also auch ein sehr starker Standardangriff schon. Spezialfähigkeit, 3 Aufladung, ebenfalls schnell aufgeladen. Die guten Zwillingsringe entfernt alle negativen Effekte von sich selbst, greift das Primärziel an und fügt ihm 350% Schaden zu und wendet einmal zerrüttet an. Erhält plus 2-mal Unsichtbarkeit bis zu einem Maximum von 5, dieser Angriff kann nicht geblockt werden. Und bei der Kriegsoffensive gewährt benachbarten verbündeten Hunde des Krieges eine Fähigkeit in Energie, sehr sehr stark, entfernt vor dem Angriff Spott und Immunität vom Primärziel. Also, auch nice einfach. Spott. Immunität ist natürlich auch gut, aber Spott einfach wegmachen zu können, ist halt auch sehr, sehr gut. Wendet stattdessen 2-mal zerrüttet an, ist halt auch nice. Und erhöht den Fokus für diesen Angriff um 500%. Stabil. Absolut stabil. Und kostet nichts. Also 3 Fähigkeiten Energie ist ja wirklich nichts. Und die Ultimate-Fähigkeit kostet normalerweise 5. Aber auf der höchsten Stufe nur 3. Und zwar aus dem Schatten. Greift das Primärziel an und fügt ihm 300% Schaden zu. Wendet bei der Kriegsoffensive auf das Primärziel für 2 Runden Fähigkeitenblock an. Diese Aktion erhält plus 500 zusätzlichen Fokus. Das aber nur in der Kriegsoffensive. Wendet Rückschlag Kettenangriff auf 3 benachbarte Ziele an, denen 300% Schaden zugefügt wird. Also auch hier quasi dasselbe, nur mit mehr Schaden. Wenn dieser Charakter über Unsichtbarkeit verfügt, Rückschlagkettenangriff auf 1 benachbartes Ziel pro Unsichtbarkeit auf diesem Charakter. Jeder Angriff fügt stattdessen Durchdringungsschaden zu, nicht normaler Schaden. Unsichtbarkeit geht danach vollständig verloren und dieser Angriff kann nicht gekontert werden. Alles in allem hat er auch eine Schwäche drin, nämlich dass die Unsichtbarkeit vollständig verloren geht. Auch wenn ihr mehrfach Unsichtbarkeit habt, ist die weg danach. Aber auch sehr viel Gutes. Sehr, sehr viel Gutes, ordentlicher Schaden. Fähigkeitenblock in der Kriegsoffensive kann natürlich auch Gold wert sein. Mit ein bisschen Glück Durchdringungsschaden. Also alles in allem ein starker Ultimate-Angriff, aber man hat auch schon bessere gesehen. Man hat auch schon bessere gesehen, dafür kostet er aber auch nur 3, wenn ihr den auf Max habt. Deswegen ist es eigentlich auch okay. Passive Fähigkeit. Wakandana-Spion. Erhält bei plus Defensive plus einmal Unsichtbarkeit bis zu einem Maximum von 5. Greift bei Aufladung
in der Runde eines Gegners oder eines verbündeten Hund des Krieges den Feind mit den wenigsten Lebenspunkten an und fügt ihm 100% Durchdringungsschaden zu und ignoriert dabei Unsichtbarkeit. Eine Aufladung geht danach verloren. Führt bei der Kriegsoffensive stattdessen einen Angriff aus, der 350% Durchdringungsschaden verursacht. Okay. Okay. Das ist wiederum sehr, sehr stark. Und in der Kriegsoffensive erhält beim Erscheinen einmal Aufladung sowie einmal Aufladung pro verbündeten Hund des Krieges bis zu einem Maximum von 10. Einfach so. Müsste sie eigentlich schon mit 5 Aufladungen starten. Und das heißt natürlich auch ständig dieser Bonusangriff. Ist nicht schlecht. Wenn ein verbündeter Hund des Krieges weniger als 50% Lebenspunkte hat und dieser Charakter mindestens 2 Unsichtbarkeit hat, übertrage eine Unsichtbarkeit von diesem Charakter auf den verbündeten Hund des Krieges mit den wenigsten Lebenspunkten. Also hier ein kleiner Schutzeffekt. Also auch sie ist natürlich mehr Richtung Support. Erhöht den Schaden um 30% und in der Kriegsoffensive gibt es nochmal 30% für alle Hunde des Krieges und der Fokus auch um 50% und in der Kriegsoffensive auch alle Hunde des Krieges 50%. Mein Fazit, beide Charaktere sind gut, beide werden extrem Sinn machen im Wakandana-Team, natürlich mit Shuri und dann 2 weiteren. Vielleicht, ich denke mal, dass man den alten Black Panther rausnimmt und dass man vielleicht Killmonger rausnimmt. Killmonger kann man ja auch in anderen Teams bereits spielen und dass man Okoye und M'Baku auf jeden Fall mit drin hat. Shuri, Okoye, M'Baku, der neue Black Panther und Nakia. Ich glaube, das wird das neue Wakandana-Team. Ist jetzt erstmal meine Vermutung. Der Black Panther, der neue, auf jeden Fall überragender Damage-Dealer. Richtig, richtig starker Charakter. Mega krass in der Kriegsoffensive. Nakia, sehr guter Support. Nicht das Nonplusultra, aber immer noch ein sehr, sehr guter Charakter. Und vor allem als komplettes Wakandana-Team natürlich zu gebrauchen. Und im Hinterkopf behalten, die Wakandana braucht ihr auch im Plagen-Event, wenn ihr nicht schon bionische Avengers habt, die extrem stark sind. Bei mir sind sie es nicht. Und ich würde generell auf die Wakandana gehen, weil es gibt ja auch Events, ja, so wiederkehrende Events mit den Wakandanern, wo ihr dann auch noch Sachen freischalten könnt. Also die Wakandana sind, glaube ich, die sich mehr lohnen zu leveln, weil ihr einfach mehr abdeckt. Noch dazu habt ihr ein geiles Kriegsoffensiv-Team. Dann haben wir Süßes oder Saures, ist natürlich irgend so ein Event. Zukunft Future Shock Event haben wir, glaube ich, auch schon. Das ist jetzt nicht so interessant. Gibt es noch irgendwas? Charakterverfügbarkeit ist immer gut. Und Neulinge im Elite-Shop. Also hier könnt ihr Spider-Man 2099 natürlich hier rote Sterne kaufen für Beförderungsgeld. Charakterverfügbarkeit. Das Schicksal ist uns am 26. Oktober. Das ist ja schon passiert. Wir haben den 24. schon sehr spät. Aber es ist ja schon passiert quasi, wenn ihr das Video seht. Da wird es nämlich Spider-Weaver in den Standard-Orbs, Ultimus-Orbs, Mega-Orbs und Premium-Orbs geben. Das ist sehr gut, weil ich werde bald ein Orb-Opening für euch aufnehmen. Und wenn dann Spider-Weaver in dem Mega-Orb ist, ist das natürlich besser, zu 100% besser, als der aus dem Mega-Orb rausfliegt. Deswegen werde ich dieses Orb-Opening safe nach dem 26. aufnehmen, damit wir da die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen. Ein kostenloses Feiertagsgeschenk. 10 Besuche heute. 21. Achso, das war schon. Ja, die hat man auch bekommen. Also ich hoffe, ihr habt dran gedacht, ne? Ich hoffe, ihr habt dran gedacht und habt euch die 10 Splitter geholt für Spider-Man Noir. Und ansonsten ist hier nichts mega Interessantes. Aber ey, wir konnten beide Blöcke in diesem Video abhandeln. Ich glaube, wir bekommen hier 2 coole Charaktere aus dem Black Panther-Universum. Gerade jetzt, wo der Film kommt, ne, macht das natürlich ein bisschen Spaß, die zu sammeln. Und natürlich auch in Hinsicht auf das Plagen-Event Tod, auf die anderen Events, auf die Kriegsoffensive. Mega schön. Das, was da noch kommt in diesem Jahr und Anfang nächstes Jahr wird vielleicht auch ein bisschen was davon umgesetzt, ist auch alles in allem echt positiv. Trotzdem muss ich sagen, aktuell
finde ich Strike Force einfach sehr anstrengend und es artet ein bisschen in Stress aus. Das ist nicht gut, das ist wirklich kein gutes Zeichen. Ich kenne auch mittlerweile echt viele, die gesagt haben, dass sie aufhören. Dass sie das zu viel wird und dass das zu viel Zeit frisst. Und das kenne ich auch. Ja, ich kenne das auch. Ich spiele ja nicht nur Marvel Strike Force, ich spiele aktuell ja auch Marvel Snap, was mir sehr gut gefällt. Und ich spiele auch WWE Supercard, falls das jemanden von euch was sagt. Und das sind alles Zeitfresser, wobei ich Supercard auch nur so nebenbei ein bisschen spiele. Ne? Da kann ich jederzeit, wenn mir das wieder zu viel wird, ich habe da schon mal aufgehört, ich kann da easy die Reißleine ziehen. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber ich kenne halt auch viele, die das bei Marvel Strike Force gemacht haben. Und die sind top-notch gelevelt gewesen. Ja, auf dem aktuellsten Stand, haben mega krasse Charaktere, bedeutend besser als ich. Und keine Ahnung, irgendwelche millionenschweren Teams. Und haben einfach gesagt so, nee, es frisst zu viel Zeit, ich habe keinen Bock mehr. So, und die haben gar keine Probleme, durch irgendwelche Events zu fegen mit ihren Charakteren. Und sagen trotzdem, es ist zu stressig. Wie stressig ist es dann wohl für jemanden, ja, wie mich auch, der sich bei einigen Events hier den Arsch aufreißen muss, damit er das schafft? So, ist ja nicht so, als würde ich das irgendwie easy peasy im Handumdrehen alles erledigen. Es gibt auch Events, zum Beispiel diese Plagendinger, da beiße ich mir die Zähne aus. Aber mittlerweile habe ich auch gar keine Lust, das weiter auszuprobieren, weil mir einfach auch Zeit und Motivation fehlt. Obwohl Strikeforce ja kein, es ist ja kein Stillstand, es geht ja immer weiter und es passiert ja auch wirklich viel und man kann den Entwicklern eigentlich auch gar nicht vorwerfen, dass sie nicht für Abwechslung sorgen oder zumindest es versuchen, aber ja, ich merke selber, aktuell ist ein bisschen die Luft raus. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, oh nee, ich höre jetzt auf. Ne? Ist natürlich auch immer schwierig, sich dann davon zu trennen, wenn man seit Jahren dieses Spiel täglich spielt. Will man ja auch dann irgendwo nicht aufhören und sich sagen, ey, ich höre jetzt auf und alles, was ich vorher gemacht habe, ist eigentlich zunichte gemacht, weil wenn du 2-3 Monate Pause machst, dann hängst du einfach extrem hinterher wieder und musst dann quasi doppelt reinklotzen, um wieder auf den aktuellen Stand zu kommen. Deswegen, ne, immer ein bisschen spiele ich schon, ich mache meine täglichen Sachen und für die Allianz und so, das mache ich alles, aber es ist echt viel. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Ermüdungserscheinungen habt von Strike Force, weil ich weiß, dass es vielen so geht. Ja, viele, die ich kenne, haben wirklich aufgehört. So, das ist ein Phänomen und das passiert dann gleichzeitig. Es ist nicht so, dass mal einer sagt so, nee, wird mir zu viel, ich mache mal erstmal eine Pause oder ich höre ganz auf. Manche machen ja so einen ganz drastischen Cut und deinstallieren das Spiel und sind weg. Ja, vielleicht muss man das auch irgendwann an irgendeinem Punkt machen, um davon loszukommen wieder, aber manche sagen sich auch, ey, ich mache einfach weniger. Ja, haben auch ihre Allianzen verlassen, sind in kleinere Allianzen gegangen. Und die freuen sich natürlich, aber es ist weniger anstrengend. Deswegen gerne mal in die Kommentare ballern, wie es euch so geht. Oder seid ihr immer noch top motiviert auf alles, was da kommt? Und seid mega mit Spaß dabei. Vielleicht habt ihr auch noch gar nicht so lange gespielt und ihr seid gerade frisch dabei, dann ist natürlich nochmal was anderes. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Genug gelabert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende um fast 23 Uhr an einem Montag. Aber ich wünsche euch natürlich trotzdem ein schönes Wochenende, denn dieses Video kommt am Freitag. Danke fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.